Sonne, Strand, Meer und Dolce Vita, wer verbindet damit nicht unser Nachbarland Italien? Der Sommer hat bereits offiziell begonnen und somit startet auch das Adlers Hotel in die Rooftop-Party-Saison. Vor kurzem dreht sich dort alles rund um das südliche Urlaubsziel, von Cocktails über Gelato bis hin zu italienischen Party-Hits. Aber was macht denn den italienischen Lifestyle eigentlich aus? Also nachdem ich ja viel auf der Welt schon unterwegs war und Italiener in jeder Art und Weise kennengelernt habe, ist der italienische Lifestyle eher das, dass sie sehr offen sind, sehr leichte Bekanntschaft machen und meistens auch Freundschaften fürs Leben sind. Noch ist es ruhig, doch die Tanzfläche wird sich bestimmt bald füllen. Wer erinnert sich nicht an die Zeiten der Italo-Hits von Celentano, Ramazzotti, Zucchero und Co.? Also ich glaube, es wird heute so richtig Vollgasmusik. Ich mache so ein Amore mio, eine Braten, volle Gas, Adriano Celentano, Eros Ramazzotti, also alles, was so Weichspüler sind und dann Vollgas. Also das wird heute, ich glaube, Männlein und Weiblein können sich heute freuen. Nicht nur, dass sie schwitzen beim Tanzen, sondern auch beim Flirten. Das Styling muss natürlich passend gewählt werden. Italien-Schick war angesagt. Ich bin Italien-Fan, bekleide mich italienisch. Es ist einfach ganz toll. Ich finde, italienische Mode ist eigentlich immer unserer Mode ein bisschen voraus. Also es ist immer total trendy, kann man sagen. Sie gehen immer total, also sie sind immer eine von den Ersten, was mit den Trends anfangen. Und ja, also mir persönlich gefällt die italienische Mode total gut. Ganz so einfach war dies aber nicht für alle. Ich habe mir etwas schwer getan und überlegt, ich ziehe ein Sommerkleid an und versuche ein bisschen in die Form von in Italien zu gehen und überlegt, ich hoffe, ich liege dann richtig. Ich hatte schon zu meiner weißen Hose und zu meinen weiß-schwarzen Sneakers ein ganz tolles Hemd in der Hand. Dann habe ich aber kurz aufs App geschaut und habe gesehen, die Temperaturen sind nicht ganz so prickelnd. Deshalb habe ich die Macho-Variante gewählt und komme einfach nur mit einer Striezig-Lederjacke und hoffe, man verzeiht mir, also eine nicht sehr, sehr elegante, aber durchaus lässige italienische Ausstattung. Inzwischen ist auf der Tanzfläche einiges los. Die Gäste lassen die italienischen Hits hochleben und schießen Erinnerungsfotos mit der Selfie-Box. Die Tiroler schauen sich heute etwas von der Gelassenheit der Italiener ab. Ich sage immer, die Italiener ist das Volk, denen man irgendwie alles verzeiht. Man braucht nur an ein italienisches Auto denken, wenn irgendwas nicht funktioniert, sagt jeder, ja, sind halt Italiener. Und so ist es halt, aber es ist etwas Positives und es ist ein schönes Lebensgefühl. Sicherlich nicht die letzte Rooftop-Party dieses Jahres. Weiter geht es dann im August mit der Vespa-Party und am 21. September mit Dirndl in the City.